In dieser Höhle lebt ein Hai, welcher nicht nur sehr auffällig ist mit seiner schwarzen Spitze an der Rückenflosse, sondern auch extrem hoch aus dem Wasser springen kann. Und dieser heißt Squalicorax, habe ich vermutlich falsch ausgesprochen. Aber den werden wir heute mal gemeinsam anspielen. Wie winzig wir sind. Der erinnert mich übrigens an einen Hai, der heutzutage auch noch in unseren Gewässern schwimmt. Der heißt, glaube ich, Schwarzspitzen-Riffhai. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Die sind auch bestimmt miteinander verwandt. Falls ihr da was wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ich sehr an dem mag, ist, dass der relativ schnell ist. Ich habe den auch schon kurz ausprobiert im Singleplayer. Der hat zwar nicht so viele Attacken zum Angreifen, aber der ist wirklich schnell, wenn er ausgewachsen ist. Und wir können uns relativ gut hier unter die anderen Fische mischen, ne? Also so doll fallen wir jetzt nicht auf. Wir sind halt nicht größer als so ein Thunfisch. Zumindest aktuell noch nicht. Gucken, ob wir den erlegen können. Komm, du schaffst es. Ich bin einfach langsamer als der. Ich schwimme den jetzt einfach schon über eine Minute hinterher. Krieg's nicht hin. Der ist halt echt schnell und wendig. Ich weiß auch nicht, ob ich den treffe. Darüber bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist Zeitverschwendung. Ich glaube, wir sollten erstmal Mission machen. Meine Stamina ist nämlich gleich leer. Können wir einmal kurz an Land gehen und uns das angucken. Oh Gott. Die Flosse knickt auch einfach so um. Das sieht ja aus. Oh, ein armer gestrandeter Hai. Oh Gott, wir sterben schon. Oha. Okay, das wusste ich nicht. Da sind wir wieder. Ich bin tatsächlich froh, dass wir das jetzt rausgefunden haben, kurz nachdem wir gespawnt sind. Wäre halt viel ärgerlicher, wenn wir gerade schon ausgewachsen wären und dann halt so sterben. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir das Land auf jeden Fall meiden sollten. Da können wir halt nur ganz paar Sekunden draußen überleben. Ich soll übrigens Anemonen sammeln. Ich habe übrigens auch schon einen Speedboost, den kann ich mal eben aktivieren. Damit schwimmen wir eine gewisse Zeit schneller und können auch dabei lenken. Sehr, sehr gut, um irgendwie zu entkommen, wenn wir angegriffen werden von was zu Gefährlichem. Was übrigens sehr cool ist an dem Hai, ist, dass der super weit aus dem Wasser springen kann. Ich zeige euch das mal. Okay, das war jetzt noch nichts. Das war nur so ein Testsprung. Jetzt machen wir es nochmal richtig. Wir schwimmen jetzt mal richtig nach oben und geben Gas. Wir können übrigens auch in flachen Gewässern relativ hoch springen. Dafür müssen wir nur mit unserer Fähigkeit Anlauf nehmen, so ein bisschen Speed aufnehmen und dann hoch. Und dann kann man sehr, sehr hoch auch springen. Und auch weit, je nachdem mit welchem Winkel man aus dem Wasser springt. Das müssen wir gleich einfach ein bisschen üben. Und dann sind wir, glaube ich, relativ mobil. Also ich denke, wir können easy damit Wasserfälle hochspringen. Ist halt nur riskant, ne? Wenn es nicht klappt, dann haben wir nur wenige Sekunden, um halt vom Land wieder ins Wasser zu kommen. Sonst sterben wir. Ich habe jetzt übrigens auch noch eine neue Fähigkeit gelernt, mit der wir aus dem Wasser springen können. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Aber dabei schnappt er dann auch noch so. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen konntet. Ich versuche es euch gleich nochmal besser zu zeigen. Ja, er schnappt auf jeden Fall beim Rausspringen. Damit können wir Flugsaurier aus der Luft holen und denen die Beine brechen oder die Flügel brechen, dass die abstürzen. Das ist echt cool. Würde ich natürlich gerne hinkriegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Flugsaurier sehen und treffen damit, ist sehr, sehr gering, weil das echt schwierig ist. Aber ich werde es definitiv versuchen. Oh nein. Mama, wieso bist du an Land gegangen? Kannibalismus. Nee, lieber doch nicht. Umdrehen. Ich werde sterben. Oh Gott, wie schnell die Luft darunter geht. Jetzt nicht mal zu dem Hai geschafft. Wir sollen jetzt zwei mittelgroße Fische erlegen. Ich denke mal, das hier ist mit mittelgroß gemeint. Ja, Nummer 1. Und da wäre noch einer.
Sind das hier eine Regenbogenforelle? Würde jetzt auch direkt mal fressen. Ja, das ist doch sehr gut. Jetzt kriegen wir sogar so einen kleinen Buff von unserer Diät für 2 Minuten. Und mit dem Hai sollten wir es eigentlich easy schaffen, da vorne rüber zu springen. Gott, ich sterbe. Och, gerade so. Von wegen easy schaffen. Oh. Das war richtig knapp. Ja, ein falscher Sprung und das war's mit uns. Das muss man halt richtig krass üben, dass man die Sprünge nicht verkackt. Aber wir machen es natürlich nochmal. Ja, guck mal, diesmal hat's geklappt. Gar kein Problem. Wir brauchen nur wenig Leben, damit es auch spannend ist. Das war natürlich alles Absicht. So, uns geht's wieder gut. Darauf erstmal ein Freudensprung. Oh, der war schön. Richtig weit nach oben. Oh, ich mag das, dass wir so unfassbar schnell sind. Ich weiß halt nicht, ob ich den Wasserfall hier hochspringen kann. Mich juckt es in den Fingern, das auszuprobieren. Aber ich glaube, das geht schief. Ich werde es trotzdem probieren. Oh, nee. Mission abort. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh Gott, das war ein Fehler. Weil wir die coolsten sind, machen wir jetzt das hier. Oh nein, war ein Fehler. Ne. Nicht mal ansatzweise. Ah, da ist wieder das nächste Hindernis. Es wird jetzt wieder über Leben und Tod entscheiden. Ich habe das Gefühl, die ganze Folge wird so gehen. Aber im offenen Meer andere Spieler zu finden, ist halt schwierig. Ich muss halt in die anderen Gewässer reinkommen. Okay, das hat gut geklappt. Es war aber erst Sprung Nummer 1. Wir haben noch mehr Sprünge vor uns. Oh, der hier ist schwierig. Ne, oh Gott. Und wir sind tot. Ich hasse mein Leben. Es ist so schlimm. Es geht leider an Land. Das hat mich gesehen. Ja, ein Croc ist halt kein gutes Ziel, weil es immer an Land flüchten kann. Und ist halt auch riesig, ne? Das ist ein Dino. Wir sind auch noch nicht ausgewachsen. Das kommt auch noch dazu. Ich weiß nicht, wie gut der Biss treffen kann von dem. Okay, wir haben den Kopf getroffen. Das war sehr riskant. Okay. Er blutet auf jeden Fall stark. Sieht zumindest so aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir können halt easy hinter den kommen mit unserer Schnelligkeit und Beweglichkeit. Läuft bis jetzt ganz gut. Wer kann, wie gesagt, jederzeit an Land einfach flüchten? Na, ein Biss von ihm und wir sind hops. Aber er geht an Land, wie ich es gesagt habe.
Ja, ist schon cool, ne, dass wir so beweglich und schnell sind. Der legt sich jetzt hin, aber ich würde sagen, wir haben gewonnen, den ersten Kampf. So, das war's jetzt auch schon mit Attacken. Also aktiv können wir nur den Biss hier einsetzen und halt unseren Dash machen. Den habt ihr ja schon oft genug jetzt gesehen, also mit dem ich halt aus dem Wasser springe. Aber wir haben noch relativ viel in Geschwindigkeit, gerade an der Wasseroberfläche. Und auch so Buffs, was Turnradius angeht, also die Drehung. Es gefällt mir auch echt gut, wie schnell wir sind. Ich würde so gerne jetzt hier einen Flugsaurier sehen oder halt einen Moser. Aber immer wenn man die sucht und braucht, dann findet man sie nicht. Und wenn man sie nicht braucht, sind sie alle da. Oh, da vorne ist noch ein Croc. Ich tarne mich mal hier unter den AI-Fischen so ein bisschen. Das andere Croc, was ich vorhin angegriffen hatte, ist auch noch da an Land. Also es ist nicht das gleiche. Gegen zwei Crocs will ich ungern kämpfen. Meint ihr, der hat mich bemerkt? Ich glaub's nicht. Da war das andere Croc kurz zu sehen. Habt ihr das gesehen am Land? Vielleicht kämpfen die ja gleich gegeneinander. Kann ich abstauben. Aber es sieht eher gerade nach friendly aus, was die machen. Ja, guck mal. Die sind auf jeden Fall friendly. Die haben sich, glaube ich, gerade in eine Gruppe eingeladen. Das ist natürlich doof. Und das eine Croc weiß halt, dass ich hier bin. Die sind gerade relativ weit voneinander entfernt. Ich versuche nochmal einen Angriff auf das eine Croc, was ich vorhin schon angegriffen hatte. Muss halt echt aufpassen mit der Kamera. Kann sehr verwirrend sein. Gerade an der Oberfläche. Lädt gerade irgendwas auf. Oh, sein Croc-Freund kommt. Wir hauen ab. Oh yeah, mit Style. Aber guck mal, wie hoch ich jetzt gesprungen bin. Wenn ich so einen Jump schaffen würde beim Wasserfall, das würde ich halt safe dann hochschaffen. Wer kommt schon wieder? Oh Gott, das war ein schlechter Dash. Aber einfach den 360 gemacht. Oh, ich glaube, die kämpfen da hinten, die Crocs. Das hört sich zumindest so an. Ja, die kämpfen. Bin gespannt, wer den kürzeren da zieht. Oh, der Weiß ist gestorben. Jetzt kommt aber schon der nächste. Oh, hier war eigentlich noch ein viertes Croc, also wir müssen aufpassen. Oh, ich glaube, der eine hat gleich beide gekillt. Ja, hat er echt geschafft. Und dann kommt der nervige Hai. Oh, mit der Kamera ist immer gefährlich. Oh, der hat einen Schweifhieb. Okay, ich wusste gar nicht, dass es unter Wasser geht.
Das ist ja ein bisschen Leben am Limit. Gefällt mir nicht. Okay, er hat gedasht. Ja, dieser Schweifhieb oder was auch immer das ist, der tut ganz schön weh. Das haben die anderen irgendwie nicht gehabt. Oh, wir sind fast tot. Wir müssen hier weg. So ein Mist. Ja, dieser Body-Hit, der ist schon fies. Wir schwimmen auf ihn zu. Und springen einfach rüber. Okay, Crocs sind hart zu bekämpfen, wenn die diese Fähigkeit haben. Ach, guck mal, das Croc ist, macht schon wieder weiter. Ist einfach richtig aggressiv. Okay, der wird aber auch zurück angegriffen. Aber es ist doch nur ein Baby, der kann auch nicht viel machen. Treff ihn nicht mit meinem Biss. Komm, Baby, wir machen das zusammen. Der sieht mich gar nicht. Oh, der greift das Croc weiter an. Ich glaube, der schafft es sogar zu erlegen, weil es schläft gerade. Oh mein Gott. Du schaffst es, Kumpel. Jawohl! Sehr gut. Du hast ihn überlistet, Kleiner. Du bist der Beste. Hallo. Du bist cool. Was ist denn das für einer eigentlich? Aua! Du bist doch nicht cool. Du bist doof. Oh nein. Oh Gott. Aua! Er hat mich einfach an Land gekickt. Oh, da vorne schwimmt, glaube ich, ein kleines Croc. Wahrscheinlich ein Capro. Der speedet schnell aus dem Wasser. Da vorne schwimmt schon wieder ein Capro. Eine schöne Bewegung bleiben, damit er nicht chargen kann auf uns. Schön verwirren. Er hat halt den Vorteil, er kann jederzeit flüchten. Aber er blutet schon mal. Können halt immer zuschlagen, wenn er seinen Doppelbiss raus hat. Hat er uns auch getroffen? Er geht halt schon Richtung Land. Ich versuche ihn mal wieder ins Meer zu baiten. Ah, er flüchtet aber. Autsch. Da haben wir uns beide gegenseitig getroffen. Das ist ein schwieriger Kampf.
schwer an den hinten ranzukommen. Ist halt auch super wendig. Und der kann halt die ganze Zeit perma zuschnappen. Wird nicht mehr so viel Ausdauer. Gehen wir ein bisschen zurück. Ist so schwer, den zu hitten. Okay, da haben wir mal mit unserem Dash zugeschlagen, aber er hat uns auch getroffen. Ich weiß ja gar nicht, ob das viel Schaden macht. Dodge. Okay, haben wir wieder zweimal gut getroffen, aber die Ausdauer ist wieder ein bisschen low. Wir warten kurz. Wir sehen ja auch die Zeit, wie er noch im Combat ist. Ah, ich habe es versucht, leider nicht gehittet. Wieder getroffen, er uns aber auch. Ich glaube, ich mache ihn halt einfach auch zu wenig Schaden. Das ist super schwierig, ohne selber einen Treffer zu kassieren. Ist halt auch echt beweglich. Ah, shit. Da bin ich zu weit reingedasht. Da haben wir ihn nochmal getroffen. Ich glaube, der ist halt auch noch nicht mal low. Autsch. Ja, es ist echt schwer. Ich schwimme mal weg. Gucken, ob er uns folgt. Er hat uns leider beobachtet. Okay, er hat versucht, auf uns drauf zu dashen. Bin schnell weggejumpt. Oh, hier ist auch noch ein großes Croc. Das hat auch einen Schweifhieb. Da müssen wir aufpassen. Oh, fast! Nein! Ah, der Sprung ist auf jeden Fall machbar. Ist super schwer, aber... Oh, so ärgerlich. Ja, den Sprung, den Wasserfall da hoch, habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Ich habe es nur ein paar Mal versucht, aber hat immer ganz knapp nicht funktioniert. Aber ihr könnt es ja besser machen als ich. Spielt selber mal den Squally Korax. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, habt Spaß mit dem. Also mir hat der sehr viel Spaß gemacht. Der spielt sich echt cool. Ist natürlich fürs Kämpfen vielleicht nicht der geeignetste, weil er zu wenig Schaden macht. Aber der ist so beweglich und kann so cool aus dem Wasser springen, dass es halt echt Laune gemacht hat. Und falls euch das Video Laune gemacht haben sollte, dann würde ich mich jetzt sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, schreibt einen netten Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Gar kein Sound. Rawr.